Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie im Namen der Kunststraße Ims zum zweiten Teil der Eröffnung in der Nacht der Kunst, die bis 24 Uhr dauert, begrüßen. Aber zusätzlich noch einen besonderen Auftakt für Sie vorgesehen. Und zwar haben wir im heurigen Jahr das Freizeichnen als Kunststraßenthema. Und dieses Thema wurde aufgegriffen von einer neunköpfigen Künstlergruppe, die nach einer Ausgangsidee von Harry Triendl ein Konzept entwickelt hat, das sich mit jedem Tag weiter und weiter ausgedehnt hat und mittlerweile zu einem Großprojekt sich heute darstellen wird. Die Künstlergruppe besteht, ich möchte gerne alle einzeln nennen, aus Urban Sterzinger, Robert Gundolf, Veronika Rieder, Bernhard Witsch, Felix Gorbach, Hanno Meyer, Barizek Mario Lanbach, Frank Bosch und Harry Triendl. Das wird eine Live-Performance sein mit Musik und Projektion. Und in dieser Live-Performance wird Kunst entstehen. Während der Kunststraße sind sie ausgestellt an diesem ersten Wochenende hier in diesem Atelier, in dieser Galerie. Und für die restliche Laufzeit der Kunststraße dann im Schaufenster der Reika-Filiale. Es wird eine Projektion, die im Zusammenhang oder aus dieser Performance entsteht, dann auf die Bezirkshauptmannschaft projiziert werden. Und auch diese Projektion wird bis zum Ende der Kunststraße ab Dämmerungseinbruch sichtbar sein. So, ich glaube, jetzt ist genug geredet. Jetzt lassen wir die Kunst ein Zeichen setzen, die Künstlergruppe ein Zeichen setzen. Ich wünsche Ihnen eine spannende Zeit mit der Performance frei im Zeichen der Kunst. Dankeschön. Thank you.
6.